Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 19. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part wurden unsere Drillinge ja zu Preteens und deshalb ist dies jetzt kein ganz normaler Part. In diesem Part werde ich nämlich Daisy, Ivy und Violet umstylen und euch nebenbei erzählen, was ich für sie alle geplant habe. Also ich werde nochmal auf ihre Charakterzüge eingehen, einfach was sie ausmacht und was ich in Zukunft mit ihnen geplant habe. Und ganz am Ende zeige ich euch auch noch ganz schnell die Freunde bzw. Freundinnen der Drillinge, also Amy, Christian und Navai. Die sind jetzt übrigens auch Preteens und die werde ich euch dann auch noch ganz kurz am Ende zeigen. Übrigens würde mich total interessieren, wer euch von ihnen am besten gefällt und ob ihr auch irgendwelche Story-Ideen habt. Also schreibt mir gern eure Gedanken, Wünsche und Vorlieben in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und bevor wir reinstarten, wie immer noch eine kleine Erinnerung an meinen 10-Stunden-Stream. Dieser findet am Sonntag, den 18.09. auf Twitch statt. Schaut gerne vorbei, es wird jede Menge unterschiedliche Spiele, Challenges und Gewinnspiele geben und ich freue mich schon wirklich auf jeden einzelnen von euch. Aber gut, dann starten wir jetzt rein. Und schon starten wir mit unserer Daisy. Daisy hatte ja bereits als Kind einen sehr, sehr erwachsenen Stil. Also sie kleidet sich sehr brav und modebewusst und irgendwie auch ein wenig businessmäßig. Also Daisy ist eindeutig der Snob dieser Familie, also zumindest bis jetzt. Daisy bedeutet ja Gänseblümchen, deshalb sind ihre Farben weiß und gelb. Und am besten gefällt mir übrigens das kalte Wetter-Outfit, also freut euch schon drauf. Das passt wirklich perfekt zu Daisy, so als wäre es für sie gemacht. Für Daisy habe ich mir gedacht, dass sie diesen Schein des perfekten Lebens immer aufrechthalten möchte. Also kann man sagen, dass sie sehr nach Scarlett und Haru kommt. Die haben ja auch immer diesen Schein der Perfektion gelebt. Und deshalb stelle ich mir bei ihr eben vor, dass sie sehr gut in der Schule ist, dass sie sehr viel Wert darauf legt, dass sie von allen akzeptiert und gemocht wird. Vielleicht wird sie sogar Cheerleaderin. Ich glaube irgendwie, dass das sehr gut zu ihr passen würde. Auch wenn sie nicht unbedingt sehr sportlich ist oder Sport sehr gerne mag. Aber ich denke, sie glaubt, dass das ihre MitschülerInnen beeindrucken wird. Und deshalb wird sie vermutlich zu den Cheerleadern gehen. Sagt mir gerne Bescheid, was ihr von dieser Idee haltet. Außerdem glaube ich, dass unsere Daisy nicht allzu lange Single bleibt und dass ihr Liebesleben auch nicht sonderlich abwechslungsreich wird. Ich gehe davon aus, dass sie ihren ersten Freund nun in der Highschool kennenlernen wird und diesen wird sie dann auch heiraten und eine Familie gründen. Alles andere würde ja irgendwie nicht diesem Schein der Perfektion entsprechen. Ganz am Anfang des Let's Plays haben wir ja als eine Regel festgestellt, dass alle Kinder etwas erreichen müssen, bevor sie ausziehen dürfen. Also sozusagen, sie müssen etwas erreichen, damit wir diesen Teil der Challenge dann abgeschlossen haben. Welche Challenge das genau für Daisy sein soll, da warte ich noch auf eure Meinung. Was ich mir beispielsweise gedacht habe, wäre, dass sie auf jeden Fall ihr Bestreben abschließen muss. Also sie hat ja das neue Teenager-Bestreben und zwar das bewunderte Ikone. Dieser Sim möchte ein berühmter und einflussreicher Trendsetter sein, eine wahre Ikone. Und hierbei müsste sie eben bei unterschiedlichen Herausforderungen mitmachen, Freundschaften schließen, auf Sozialhase posten, Outfits auf Trendy anbieten, bei einer Party Gold verdienen und dann noch 250 Follower auf Sozialhase verdienen. Und ich glaube, das würde sehr, sehr gut zu ihrem Charakter passen. Vor allem finde ich es cool, dass hier auch Trendy erwähnt wird, weil ich mir gedacht habe, da Daisy ja so ein modebewusster Sim ist und sich anscheinend sehr für Mode interessiert, würde es ja auch total gut passen, wenn sie nebenbei was im Secondhand-Laden verdienen würde. Also, dass sie hier eben ihre Kleidung verkauft. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie das funktioniert, aber ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon drauf, das herauszufinden. Und ein wenig erzähle ich euch jetzt noch von den Custom Content Creatorn, die ich hier bei Daisy benutzt habe. Ich glaube, das könnte auch einige von euch interessieren. Also die Frisur ist von Arita. Ich liebe Arita. Ich habe so viele Create Sim Items von ihr in meinem Spiel. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Aber natürlich trägt sie noch jede Menge Items von anderen Creatorn, zum Beispiel auch von Zentate, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also man schreibt das Zentate. Dann noch von Madeline. Also von Madeline sind die meisten Schuhe. Und dann auch noch von Green Llama.
Ich hoffe sehr, dass Daisy euch gefällt und schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch andere Story-Ideen für sie habt. Also ich bin schon sehr gespannt, wie es mit ihr weitergehen wird und ich finde sie wirklich wunderschön. Wobei ohnehin alle drei wunderschön sind, aber das werden wir jetzt gleich sehen, denn jetzt machen wir mit unserer Ivy weiter. Falls du übrigens mehr über den Custom Content und die Mods wissen möchtest, die ich in meinem Spiel benutze, schau gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Und das ist jetzt unsere Ivy. Seht euch bitte ihr Gesicht an. Also ich glaube ganz ehrlich, dass sie der schönste Sim ist, den ich jemals gesehen habe. Also wie gesagt, alle drei der Drillinge sind wunderschön, aber sie hat wirklich ein perfektes Gesicht, finde ich zumindest. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da auch meiner Meinung seid und ob sie euch genauso gut gefällt wie mir. Wenn ihr euch daran erinnert, hatte Ivy ja, als sie gealtert ist, die nicht-binäre Flagge in der Hand. Und ich habe ja damals schon beim Aufnehmen überlegt, ob das eine tiefere Bedeutung haben könnte. Und laut euren Kommentaren seid ihr auch dafür, dass wir das ins Let's Play aufnehmen. Das heißt, Ivy wird bald herausfinden, dass sie sich als nicht-binär identifiziert. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das jetzt schon im Preteen-Alter thematisieren möchte. Aber ich glaube, sie ist jetzt ja doch noch sehr jung. Deshalb denke ich, dass sie jetzt mal selbst einfach drüber nachdenkt und in sich geht, weil sie auch ein sehr stiller Mensch ist und ja über ihre wahren Gefühle nicht wirklich spricht. Deshalb glaube ich, dass sie da jetzt einfach selbst drüber nachdenken möchte und das jetzt noch nicht an die große Glocke hängen will. Aber spätestens, wenn sie ein Teenager ist, werden wir das dann wirklich spielen. Also da muss ich mir dann nochmal anschauen, welche nicht-binären Pronomen wir am besten benutzen. Da gibt es ja wirklich, wirklich viele und ich muss mich dann nochmal einlesen. Also wenn ihr da auch irgendwelche Wünsche oder Vorschläge habt, schreibt mir das natürlich auch sehr gern in die Kommentare. Aber wie gesagt, vorerst bleibt Ivy noch Ivy und wir benutzen jetzt auch die weiblichen Pronomen. Übrigens, falls euch auch ein geschlechtsneutraler Name einfällt, der ähnlich wie Ivy klingt, könnt ihr mir dann auch schon gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob und wann wir sie umbenennen werden, aber da könnt ihr mir wie gesagt eure Ideen auch sehr gerne reinschreiben und dann überlegen wir uns einfach am besten gemeinsam, wie es mit ihr weitergehen wird. Und wie ihr seht, Ivy bleibt ihrem Stil treu. Also Ivy bedeutet ja Efeu, deshalb ist ihre Farbe grün. Und ihr Stil ist weiterhin etwas zusammengewürfelt und vor allem praktisch. Ivy liebt ja das Leben am Bauernhof, sie kümmert sich sehr gerne um die Tiere, um den Garten und eben um alles, was dazugehört. Deshalb glaube ich, dass sie in Zukunft auch am meisten Zeit hier am Hof verbringen wird. Also im Gegensatz zu ihren Schwestern wird sie eben Emma die ganze Zeit zur Hand gehen und einfach schauen, dass sie hilft, wo sie kann. Übrigens finde ich, dass ihr die kurzen Haare unfassbar gut stehen. Also diese Frisur ist von Clumsy Alien und ich glaube, ich hatte bisher noch nie einen Sim, dem diese Frisur so gut gepasst hat. Also ich möchte ihr eigentlich nie wieder eine andere Frisur geben, weil ich finde die Frisur für sie wirklich perfekt. Und als Challenge für Ivy hätte ich mir gedacht, dass sie ihr Bestreben abschließt. Also sie hat ja dieses Landschaftspflegerbestreben und ich glaube, das würde sehr, sehr gut zu ihr passen, wenn wir das abschließen. Und das ist ja im Gegensatz zu den Teenagerbestreben ein wirklich großes Bestreben. Also da müssen wir uns wirklich anstrengen, dass wir damit fertig werden, bis sie erwachsen wird. Aber falls ihr auch hier eine andere Idee oder irgendwelche Anmerkungen habt, wie immer, schreibt es mir gern in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr jetzt von Ivy genauso begeistert seid wie ich und dann machen wir jetzt gleich mit unserer Violet weiter. Wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren und lass mir auch gerne ein Like und einen Kommentar da. Es ist euch sicher schon aufgefallen, sowohl bei Daisy als auch bei Ivy kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, aber um ganz ehrlich zu sein, Violet ist mein Lieblingssim. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich die Farbe Violett sehr liebe oder an der Storyline, die ich für sie geplant habe, aber die erzähle ich euch jetzt gleich. Also sie ist eine Partylöwin, sie hat einen sehr kreativen und sportlichen Stil, also wie ihr Vater, sie kommt ja ganz nach Gabriel. Und ich befürchte, wir werden mit ihr noch einiges mitmachen. Sie wird nämlich eine sehr, sehr wilde und sehr, sehr partyreiche Zeit vor sich haben. Bei ihr habe ich auch geplant, dass wir sie dann, wenn sie ein Teenager ist, auf jeden Fall noch einmal umstylen. Also ich möchte, dass sie noch ein wenig mehr in eine extremere Richtung geht. Also irgendwie so punkig oder rockig oder emo-style-mäßig, also irgendwas so in diese Richtung.
Und dann wird sie bald eben die ganze Zeit Party machen, sich die ganze Zeit rausschleichen und einfach Dinge machen, die man in ihrem Alter auf keinen Fall machen soll. Also ja, sie wird auch die Tochter sein, die sich auf jeden Fall mit Emma öfter streiten wird. Außerdem, das hätte ich ja fast vergessen, als sie gealtert ist, hatte sie ja die lesbische Flagge in der Hand und auch das werden wir in der Storyline einbauen. Also ich habe das jetzt schon eingestellt, dass sie romantisch eben nur an Frauen interessiert ist. Was aber jetzt die Techtelmechtel-Präferenzen betrifft, da habe ich es jetzt mal auf Frauen und Männer gelassen, weil keine Ahnung, sie ist ja noch jung und vielleicht möchte sie noch ein paar Sachen ausprobieren, einfach um sicher zu gehen, dass es ihr doch nicht gefällt. Meine Favorites bei ihren Outfits sind übrigens zwei unterschiedliche Hosen. Und zwar einmal ist es die kurze Jeans von Helge Teschier. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die trägt sie nämlich bei ihrem Party-Outfit. Und diese Creatorin macht wirklich unglaublich coole Jeans. Also ich habe sie selbst erst vor kurzem entdeckt und ich kann sie wirklich sehr empfehlen. Die zweite Hose bei ihren Outfits, die ich liebe, das ist die vom kalten Outfit. Und zwar ist das die lange Hose, bei der auch die lesbische Flagge oben zu sehen ist. Übrigens liebe ich, dass Violets Farben eben genau pink und violett sind, also genau gleich wie die der lesbischen Flagge. Bei Violet ist mir bisher übrigens keine Challenge eingefallen. Vielleicht wäre irgendetwas Kreatives gut, also irgendetwas mit Gitarre spielen oder mit Zeichnen. Also wenn euch da was einfällt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Einen Teil der Umstylings haben wir übrigens heute live in meinem Stream gemacht. Also falls dich auch das interessiert, ich streame regelmäßig auf Twitch und heiße dort auch Elienyx, also genau gleich wie hier. Und wie versprochen schauen wir jetzt zum Abschluss noch bei den FreundInnen der Kinder vorbei. Hier haben wir Navai. Ihren Style würde ich als sehr ähnlich wie Daisy bezeichnen, also sehr ordentlich, brav und reich. Übrigens habe ich hier wieder entdeckt, dass Navai ein Alien ist, also ich habe es schon mal gewusst, aber ich habe es wieder vergessen. Deshalb, wenn euch noch eine Storyline hierzu einfällt, also wie wir das Alien-Dasein irgendwie einbringen könnten, dann schreibt mir das natürlich auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Und hier haben wir jetzt Amy. Sie ist ja eine der Freundinnen von Violet und sie war ja schon immer ein wenig over the top. Also sie hatte ja als Kind schon gefärbte Haare und ich habe jetzt einfach die gleiche Frisur auch als Preteen gegeben. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich das bei ihr entwickeln wird. Also ich glaube, es werden sehr, sehr bald auch Piercings und Tattoos folgen. Und ich glaube, sie ist definitiv ein Sim, der dann immer mit Violet heimlich Party macht. Und zum Abschluss natürlich noch Christian. Auch er ist wirklich unglaublich schön. Also er ist ein unglaublich schöner Sim und ich liebe irgendwie alles an ihm. Also dass er hier so mit den hellen Haaren gespawnt ist und dann habe ich ihm jetzt noch dieses Piercing gegeben und dieser extravagante Stil. Ja, ich liebe Christian und ich finde, er passt auch super generell ins Let's Play und natürlich auch in die Freundesgruppe eben mit Violet und Amy. Und nun sind wir schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat. Und keine Angst, Videos dieser Art werden jetzt nicht die Norm. Also am Donnerstag geht es wieder ganz normal mit dem herkömmlichen Let's Play weiter. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!